Hallihallo und guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem WhatsApp des Monats Oktober. In diesem WhatsApp zeige ich euch eigentlich, was so los ist im Oktober bei Stampin' Up. Legen wir gleich mal los. Und zwar geht das los am 7. Oktober. Da lade ich euch, beziehungsweise Stampin' Up lädt euch ein zum Weltkartenbasteltag. Der wird jedes Jahr begangen, schon eine ganze Weile. Das ist ein kostenloses oder kostenfreies Event vielmehr. Dazu könnt ihr euch anmelden. Alle Informationen dazu, den Anmeldelink und auch womit gebastelt wird und sogar schon die Maße, findet ihr auf meiner Homepage. Geht einfach mal dorthin, klickt auf den Artikel und dann könnt ihr euch da gerne anmelden. Eine Anmeldung ist keine Pflicht, hat aber den Vorteil, dass immer, wenn irgendwie neue Informationen kurz vorher noch kommen, ihr eine E-Mail bekommt. Ihr könnt aber auch einfach so dran teilnehmen, indem ihr auf den Link klickt. Dann, einen Moment, ich muss mal auf meine Liste kurz gucken. Oh ja, gibt es im Oktober etwas, was ich unbedingt und ganz groß anpreisen möchte, nämlich eine neue Einstiegsaktion, und zwar anlässlich des 35-jährigen Jubiläums in den USA von Stampin' Up. Das ist eine totale Knalleraktion. Dazu habe ich ein Video gemacht. Oben rechts in der Ecke blende ich euch eine Infokarte ein, auf das Video, das ich gemacht habe, und in diesem Video erkläre ich diese Aktion nochmal etwas genauer, auch die beiden Optionen, und erzähle auch noch ein kleines bisschen was über mein Team. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn ihr einfach auf mich zukommt, entweder eine E-Mail schreiben über meine Homepage oder auch sehr gerne anrufen. Gar kein Problem. Manchmal lassen sich Dinge mal eben schnell und fix am Telefon klären. Dann habe ich die Termine des Oktobers. Und zwar los geht es am 18. Oktober. Das ist ein Mittwoch, wie immer, abends um 19 Uhr mit unserem Schulterhoch 2 live. Da werden mein Ehemann und ich zusammen zwei Projekte basteln, und ihr könnt einfach mitbasteln. Wir geben euch alle Maße, und das ist immer ein sehr netter Abend. Wir haben uns einen neuen Pausenfüller überlegt, den wir jetzt auch wieder machen werden. Der Pausenfüller ist ja gar nicht beim Schulterhoch 2. Der ist ja beim YouTube Live, da komme ich gleich zu. Der nächste Termin ist dann die WhatsApp-Stempelparty, die einmal im Monat bei mir stattfindet, immer samstags. Im Oktober ist es der 21., immer abends um 18.30 Uhr. Dazu ist mir jeder Bastler wirklich herzlich willkommen. In dieser Stempelparty per WhatsApp werden immer ein, zwei Projekte vorgestellt, manchmal auch eine Technik. Ich erzähle euch ein bisschen was über die neuen Aktionen, die wir so haben, und wir tauschen uns dort auch aus. Und was ich total schön finde, es hat sich mittlerweile eine schöne Gruppe gebildet, die sehr, sehr regelmäßig dabei sind und die sich natürlich mittlerweile auch kennen, aber es sind neue Gesichter in Anführungszeichen. WhatsApp-Partys sind ja nicht live im eigentlichen Sinne. Sehr herzlich willkommen. Was ich sehr schön an dieser Gruppe finde, es findet dort ein reger Austausch statt. Man fragt sich gegenseitig Dinge, man zeigt sich Dinge, und vor allen Dingen werden dann auch die Projekte, die an dem Abend schon gebastelt wurden, gezeigt. Und auch das ist immer total spannend, weil jeder macht das zwar gleich, aber mit unterschiedlichen Materialien. Das ist immer sehr, sehr spannend. Letzter Termin des Oktobers ist dann das YouTube Live. Das findet statt am Sonntag, den 22. Oktober ab 17 Uhr. Und da ist der Pausenfüller, den wir uns überlegt haben. Sonst hat Mike immer etwas vorgelesen als kleinen Pausenfüller. Da haben wir jetzt Abstand von genommen, weil wir uns mal so ein bisschen schlauer gemacht haben. Aber dafür gibt es jetzt einen neuen Pausenfüller, der beim letzten Mal sehr, sehr spaßig war. Dann stelle ich euch gleich das DSP Plus Paket vor. Dazu gehe ich auf meine Hände
Und was ich euch auch noch ganz kurz mit auf den Weg geben möchte, wie in jedem Monat habe ich einen neuen Gastgebercode für den Oktober erstellt. Hier seht ihr den. Das bedeutet, wann nutzt ihr den Gastgebercode? Wenn ihr online, direkt im Online-Shop, also nicht über mich oder meine wöchentliche Sammelbestellung bestellt, sondern lieber direkt im Online-Shop bestellt, dann gebt sehr gerne meinen Gastgeberin-Code mit an, dann bekommt ihr nämlich eure Treuepunkte gut geschrieben. Aber ganz wichtig, Gastgeber-Code bitte immer nur bei Bestellungen bis zu 200 Euro Bestellwert. Alles darunter, darüber bitte nicht angeben, weil sonst bekommt ihr keine Shopping-Vorteile und das wäre natürlich sehr unglücklich. So, ich schalte mal ganz kurz auf meine Hände und da seht ihr schon die Seite im Herbst-Winter-Katalog, nämlich auf der Seite 5, wo das Designpapier abgebildet ist. Das ist ein insofern besonderes Designpapier, weil es das ist, was Stampin' Up sich rausgesucht hat unter dem Motto Make a Difference. Das heißt, für jedes Paket Designpapier, was verkauft wird, werden 3 Euro an eine Organisation in Deutschland gespendet. Das machen sie ganz unterschiedlich, manchmal mit Stempelsets, manchmal mit Designpapier. Dieses Mal ist es Designpapier. Und dafür habe ich mich jetzt für den Oktober entschieden. Das passt schon sehr schön, es ist sehr weihnachtlich, aber trotzdem passt es schon sehr schön im Oktober, finde ich. Und zusätzlich, ich habe schon natürlich etwas vorbestellt, damit ich die Pakete schon fertig habe, habe ich auch gleich noch was Gutes getan. Das stelle ich euch mal gerade vor. Designpapier Paket Plus, was ist das? Ihr bekommt quasi ein Viertelpaket Designpapier. Das hat die ist zugeschnitten auf 6 Inch mal 12 Inch. Und je Design ist das ein Blatt. Also sind das 6 Blätter Designpapier. Ich zeige euch das gerade mal. Hierbei gibt es eine Besonderheit. Dieser Bär, in diesem Fall ist es ein Braunbär, aber eigentlich könnte es auch ein Eisbär sein, wenn er denn weiß wäre. Da gibt es ein Set im Jahreskatalog zu. Einen Moment, zeige ich euch sofort. Seite 24 im Herbst-Winter-Katalog. Und da gibt es nämlich eine Stanze. Die Stanze Zaubärhafte Tage, das ist der Eisbär hier. Und dieser Braunbär passt zu der Stanze. Das heißt, dieses Designpapier kann man mit der Stanze auch ausstanzen. Das ist einmal dieses Design. Die Rückseiten sind sehr klassisch. Es ist sehr viel Gartengrün da drin verwendet, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Hier haben wir ein klassisches Weihnachtsdesign, Rückseite ebenso mit Zweigen, wieder klassisch Weihnachten, die Rückseite etwas heller. Hier haben wir nochmal die Braunbären nur in hellem Hintergrund oder mit hellem Hintergrund und eine gestreifte Rückseite. Hier haben wir Tannenbäume mit hellem Hintergrund und Schneeflocken. Und hier haben wir noch einmal Tannenbäume und nochmal ein gestreifter Hintergrund. DSP Plus heißt es, weil DSP Plus der passende Farbkarton. Und in diesem Designpapier sind die Hauptfarben Babyblau, Chili, Gartengrün, Olivgrün. Ups, da habe ich an zu viel gekriegt. Olivgrün, Pekanus und Pfauengrün. Komm her, du. So, das sind die Hauptfarben des Designpapiers. Und im DSP Plus Paket sind dann je Farbe 2 Farbkartonblätter mit dabei. Die Grundfarbe ist weiß, deswegen für mögliche Grundkarten sind in so einem DSP Plus Paket immer 5 Blätter Farbkarton der Grundfarbe, in dem Fall Grundweiß, dabei. Die Infos hierzu findet ihr auch auf meiner Homepage. Ich blende sie euch nochmal ein. Alles, was ich euch hier erzählt habe, ist immer auch auf meiner Homepage zu finden. So, die nehme ich nochmal eben wieder raus. Und jetzt befürchte ich, habe ich eine Sache vergessen, füge ich sofort zu. Eine letzte Sache habe ich noch für euch. Da hatte ich nur vergessen,
mir das Foto, was mir zur Verfügung gestellt wurde, mit in mein System aufzunehmen. Und zwar, das zeige ich euch gerade einen Moment. Ich habe von der lieben Yvonne von das Kreative Ips eine Grafik bekommen. Da haben sich drei meiner Teamies zusammengetan, nämlich Gudrun Elfering von Stempel Elfe, Katja Hamann von die Kreative Pause EL und Yvonne Nagel von das Kreative Ips. Ab dem 5. Oktober, immer donnerstags 19 Uhr, machen sie eine Reihe 12 Wochen Weihnachten. Ich muss gestehen, ich weiß noch nicht ganz genau, wie das vonstatten geht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie entweder live auf YouTube gehen oder Videos auf YouTube vorstellen. Schaut einfach mal rein bei den dreien. Da kommt mit Sicherheit noch ein bisschen mehr Information. Und wenn ihr mögt, schaut auch bei Instagram nach, weil da wird es in jedem Fall auch angekündigt. Entweder bei allen, bei Stempelfe, Kreative Pause EL oder das Kreative Ips. Unbedingt mal reinschauen und dann kriegt ihr das auch mit. Das wird bestimmt total witzig, weil die drei lassen sich bestimmt irgendwas total Tolles einfallen. Meine Lieben, ich würde sagen, das war's auch schon mit dem WhatsApp. Ich hoffe, ich gucke noch mal eben ganz kurz auf meinen Zettel, aber ich habe an alles gedacht, es ist alles ein Haken dran. Noch einmal ganz kurz zur Einstiegsaktion. Ich würde mich riesig freuen, wenn sich mein Team weiterhin vergrößert. Schaut gerne mal auf meiner Homepage vorbei, in der oberen Navigation unter dem Reiter Team ist dort eine Kategorie Teammitglieder und da könnt ihr sehen, wo meine jetzigen Teammitglieder, allerdings nur der ersten Ebene, zweite und dritte sind da nicht mit bei, so sitzen und wo die überall verteilt sind. Ich glaube, das ist ganz spannend. Ich erzähle aber, wie gesagt, in dem Video, was ich euch verlinkt habe, das findet ihr auch unterhalb dieses Videos in der Infobox nochmal wieder und könnt da drauf klicken, falls der die Infokarte in dem Video bei euch nicht funktioniert. Ich habe schon festgestellt, ab und zu am Handy wird das nicht angezeigt. Keine Ahnung warum. Technik, die begeistert. Aber da schaut gerne nochmal rein, weil da erzähle ich noch ein bisschen mehr darüber. Dann würde ich sagen, einen schönen und hoffentlich goldenen Oktober wünsche ich uns allen. Und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.